Wir möchten mit den Bildern, mit den Fotos, die wir im Ordner Giro d'Italia gesucht haben, eine Tonbildschau erstellen. Ich habe hier nur 4 Bilder. Ihr habt natürlich schon alle Bilder zu jeder Lücke gesucht. Also viel mehr Bilder, viel mehr Ergebnisse. Wenn ihr das habt, können wir dieses Fenster schließen. Wir starten das Programm Movie Maker. Wir geben da Movie Maker oder Movie ein und schon erscheint das richtige Programm Windows Live Movie Maker. Wir haben zuoberst wieder einige Menüs. Wenn wir diese Menüs anklicken, kommen entsprechende Symbolschaltflächen und hier ein Vorschaufenster. Hier werden alle Medien erscheinen, die wir für unsere Tonbildschau geöffnet haben. Wir gehen als erstes zum Menü Projekt. Wir geben da in der Schaltfläche Breitbild an, dass wir ein Bildformat von 16:9 wollen. Wenn wir das angeklickt haben, sollte das Vorschaufenster sich dem anpassen. Der zweite Schritt, wir müssen die Medien hinzufügen. Wir gehen auf das Menü Startseite, klicken auf das Symbol Videos und Fotos hinzufügen. Wir suchen links außen und in unserer Bibliothek Bilder den angelegten Ordner Giro d'Italia. Durch die Bildernamen, die wir eingegeben haben, erscheinen die schon in der richtigen Reihenfolge. Das vereinfacht das Laden dieser Bilder. Wir müssen die nicht einzeln laden, also indem ich jetzt da das erste Bild, das ich brauche, anklicke und öffnen mache, dann klicke ich wieder auf diese Symbolschaltfläche hinzufügen, nehme das nächste aus einer Liste. Das muss ich jetzt nicht mehr machen, sondern ich kann jetzt einfach alle auswählen mit Ctrl-A. Wenn ich Ctrl-A drücke auf der Tastatur, werden alle Bilder hier in diesem Ordner gewählt und durch Öffnen werden die in dieser Reihenfolge eingefügt. Also hier kommt das Bild 1b, 2k, 3 und dann 4. Das wäre jetzt eigentlich schon fast alles von unserer Tonbildschau. Also ich habe natürlich wesentlich mehr Bilder. Als nächstes würden wir alle Bilder markieren, das machen wir wiederum mit Ctrl-A und gehen auf das Menü Animationen. Wir wollen diese Animation von den Bildern, die eigentlich statisch sind, leicht animieren, das heißt sie werden gezoomt oder leicht geschwenkt und das übernehmen wir für alle aktiven Bilder. Also ich wähle das. Ich könnte auch hier auf alle Anwenden klicken und dann sieht man so kleine Symbole in den Bildern. Also wir haben diesen Schwenkmodus. Wir nehmen genau den und keinen anderen. Auch Bildübergänge wollen wir da nicht nehmen. Das ist alles nur störend, sondern eine ganz dezente Animation von diesen Bildern. Jetzt wäre die Präsentation schon fast fertig. Jetzt kommen noch zwei weitere Dinge. Als erstes, wir fügen einen Titel hinzu. Titel heißt logischerweise Giro d'Italia. Wir können den formatieren wie andere Texte auch in Word oder anderen Programmen. Die Schriftgröße verändern. Eventuell muss man diesen Balken noch anpassen. Giro d'Italia, das sei unser Titel. Und wir können auch auf der Startseite, also Menü Startseite, einen Abspann hinzufügen, wo wir angeben, wer die einzelnen Texte gesprochen hat, also sprechen wollen. Wären jetzt
die Namen unserer Mitschülerinnen und Mitschüler, die da den Text vorgelesen haben. Und so weiter. Das wäre die fertige Präsentation. Und jetzt fehlen natürlich noch die Tondateien. Wir gehen auf Menü-Startseite, Musik hinzufügen. Und ihr werdet dann in eurem Klassenordner, ich habe jetzt da einige Dateien in einem anderen Ordner abgelegt. Ich habe jetzt da Tondateien, ebenfalls sinnvoll nummeriert, damit sie in der richtigen Reihenfolge erscheinen. Ich wähle die alle aus mit Ctrl-A oder mit der gedrückten Shift- oder Hochstelltaste, öffne die und die werden jetzt da eingefügt. Und man kann schon erkennen, dass diese Tondateien sich zum Teil viel kürzer sind als das Bild. Also muss man diese Tondateien vielleicht auch noch etwas verschieben. Und man kann mit der Startfläche hier mal abspielen, ob das jetzt alles schön passt. Man kann übrigens auch die Dauer der Bilder noch ändern, wenn ich ein Bild anklicke. Dann erscheinen zwei Kontextmenüs zur Musik und zum Video. Bearbeiten kann ich die Dauer auch verkürzen. Das wäre jetzt gerade ein Beispiel für ein viel zu langes Bild. Und so weiter. Also, wir haben schon gesehen beim ersten Bild, ich zeige das nochmals ganz kurz, wenn ich das laufen lasse, das Bild ist viel zu lang. Also die Dauer eigentlich hier bis zur Tondatei würde eigentlich ausreichen. Das sind 7 Sekunden, das ist viel zu lang. Machen wir mal 4 Sekunden daraus. Gehen an den Anfang. Jetzt habe ich auch festgestellt, dass ich da ein bisschen zu lange warte, bis ich beginne mit dem Sprechen, also schiebe ich da diese Tondatei auch noch ein wenig nach links. Wunderbar. Jetzt bin ich fertig mit meiner Tonbildschau und jetzt kann ich den Film speichern für hochauflösende Anzeige. Und jetzt haben wir ein kleines Problem. Ihr werdet in der Schule immer wieder an gewisse Grenzen stoßen, weil ihr nur 100 Megabyte Speicherplatz habt. Jetzt können wir da zwei Strategien anwenden. Entweder ihr habt einen Stick dabei und wählt, wenn ihr da auf Film speichern, hochauflösende Anzeige geht, wählt ihr links außen. Dann wird ihr alles klein machen, wenn ihr auf Computer klickt, sollte sich dann da euer Stick melden. Und dann könnt ihr diesen Stick wählen und direkt auf diesen Stick speichern. Eine andere Möglichkeit ist, ihr wählt C, lokale Dateien, und da legt ihr einen Ordner an. Zum Beispiel nennt ihr das Giro und gebt euren Namen an. Also Hansli würde jetzt da seinen Film ablegen. Dann kann man den Film entweder mein Film nennen oder eben auch wieder sinnvoll benennen mit Giro d'Italia. Und dann drücken wir auf Start und das wird dann als fixfertiger Film berechnet. So, dann seid ihr fertig mit eurer Tonbildschau. Ich hoffe, dass ihr alles verstanden habt.